Der neue Sonntagstrend ist wieder online und dieser setzt sich aus den vergangenen Wochen und Monaten fort. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und hier sehen wir die blanke Realität, die abgebildet wird. Hintergrund ist der, dass ja die INSA Meinungsforschungsgesellschaft hier regelmäßig Umfragen macht zur Sonntagsfrage. Also wenn heute Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie wählen? Die nächsten Bundestagswahlen, die finden ja eigentlich erst 2025 statt. Schauen wir mal, ob die Ampel bis dahin überhaupt noch überlebt. Denn wenn man sich jetzt hier die aktuellen Ergebnisse anschaut, dann sieht man, der Trend setzt sich weiter fort. Die SPD und die Grünen verlieren weiterhin ein bisschen Bodenhaftung. Das heißt, die Grünen verlieren hier 1%, sind jetzt nur noch bei 13 und die SPD nur noch bei 20, also auch minus 1, die Linke minus 1. CDU, CSU, genau wie letzte Woche, FDP 1% dazu und die AfD 1% dazu und kommt jetzt mittlerweile auf das nächste Rekordergebnis, wohlbemerkt bei den Umfragen, nicht bei den Wahlen. Aber man sieht auch in immer mehr Landtagen und so, zum Beispiel auch in Brandenburg, haben sie es ja fast geschafft, ne? Und haben nur bei der Stichwahl verloren. Und das heißt, diese Umfragen, die haben natürlich schon auch in gewisser Weise eine Relevanz für tatsächliche Wahlergebnisse. Und hier sind sie jetzt mittlerweile bei 18%, weit vor der Regierungspartei der Grünen und kommen jetzt langsam sogar ins Fahrwasser beziehungsweise in den Bereich hier der SPD rein, ne? Und das ist halt hier die Kanzlerpartei. Das heißt, wenn sich dieser Trend jetzt noch weiter fortsetzt, und ich glaube tatsächlich, dass er es tun könnte, warum, sage ich gleich, dann könnte es auch ähnlich wie in Österreich schon bald aussehen, dass irgendwann die AfD sogar dann in den Bereich der CDU kommt. Ne? Was müsste dafür passieren? Also ich glaube, wenn man sich jetzt mal anschaut, wir haben natürlich auf der einen Seite die katastrophale Regierung, die ganz zentral auch dafür sorgt, dass eben diese Umfragenergebnisse so sind, wie sie sind. Neben all dieser ganzen komischen Erkläransätze, über die ich gleich noch sprechen möchte. Aber wir haben ja noch keine richtige Wirtschaftskrise oder so. Jetzt, wenn man sich die aktuelle Situation mal vorstellen würde, mit einer extrem hohen Arbeitslosenquote und einem richtigen Schrumpfen der Wirtschaft und so, dann könnte eigentlich dieser Trend sogar noch viel schneller vorangehen, weil schlussendlich sind es die Ergebnisse, die eine Regierung und eine Politik produziert, die maßgeblich darüber bestimmen, wen die Bürger wählen. Ja, das muss man sich ganz klar festhalten. Menschen, die wählen gehen, sind erwachsen und kommen selber zu ihren eigenen Schlüssen. Und da braucht man auch diese ganzen echt amüsant zu lesenden Artikel, wie zum Beispiel hier im Spiegel, ne, wie Union und FDP der AfD helfen. Da wird dann überall geschrieben, ja, dass die AfD halt mit der CDU und CSU heimlich koalieren würde, einfach nur, weil zum Beispiel die CDU, CSU in einigen Abstimmungen halt Anträge, die von der AfD eingebracht werden, eben auch dort dann für mit abstimmen. Auf der anderen Seite sehen wir hier auch bei der Zeit Online zum Beispiel die schleichende Normalisierung hier in dieser Kolumne, die ist von letzter Woche. Da geht diese Kolumnistin dann zum Beispiel darauf ein, dass halt sich keiner mehr so wirklich aufregt, ja, also die Empörung quasi über die AfD und über diese Ergebnisse sind viel zu niedrig, ne? Dann gestern ja bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann haben wir ja gelernt, dass es die ganzen bösen Bots sind und so, die überall die denkwürdigen Theorien verbreiten und die Gesellschaft spalten, die dafür sorgen, dass die AfD immer stärker wird und so. Und ich habe einen anderen Erklärungsansatz hier, den möchte ich euch gerne mal teilen. Und der setzt sich aus zwei Thesen zusammen, ja. Und die erste These, haltet euch wirklich jetzt richtig gut fest, weil das ist jetzt richtig, richtig weit hergeholt, was ich sage. Die erste These besagt, dass der Grund, warum immer mehr Menschen für die AfD stimmen würden, die ist, dass die Ergebnisse, die wir in der Politik haben für Deutschland, eine Katastrophe sind. Und siehe da, wenn ein Mensch
sieht, dass die Politik in seinem Land nicht gut läuft und die Ergebnisse schlecht sind, die produziert werden, dann wählt er eben eine Alternative. Und genau das ist auch die sinnvolle Art und Weise, in einer Demokratie damit umzugehen. Weil warum sollte man immer das Gleiche tun, das ist ja die Definition von Wahnsinn, wenn man immer die gleichen Ergebnisse hervorruft? Was für Ergebnisse meine ich? Nun, wir brauchen uns nur die wirtschaftlichen Ergebnisse angucken. Zum Beispiel die, die sich manifestieren aus der anhaltend hohen Inflation heraus und all den ganzen Auswirkungen, die diese hohe Inflation hat. Aber die Ampelkoalition beispielsweise, ja, die hört ja auf solche Ökonomen wie Marcel Fratscher, der gesagt haben, ja, die Inflation, das ist nicht so schlimm und so weiter, das ist so ein deutsches Phänomen, dass wir Deutschen da vor denen Angst haben und so, aber ist alles nicht so wild. Und Lagarde sagt, ja, die Inflation ist nur temporär. Also es wurde einfach jahrelang keine große Rolle da anscheinend hier draus gemacht. Und es hieß immer so, ja, es ist halt einfach nur so ein kleines temporäres Phänomen. Ja, es sehen halt offensichtlich die Bürger, die die Rechnung zahlen müssen, anders. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf den Wohnungsmangel. Man sieht, es ist immer schwieriger, einen Arzttermin zu bekommen. Ich habe letzte Woche jetzt mit der Jasmin Kosobek telefoniert, weil ich nächste Woche bei ihr auf dem Kanal im Interview bin in Berlin. Und da hatte ich dann gesagt, ja, ich bin kurz beim Arzt, ja, ich rufe dann zurück. Und dann hatten wir kurz über das Thema gesprochen und ich war ganz verblüfft, beziehungsweise sie war so verblüfft, dass ich hier beim Arzt angerufen habe und einen Tag später zum Arzt gegangen bin und dann halt behandelt wurde. Ne? War zum Glück nichts Ernstes, keine Sorge. Und das war, meinte sie so, das ist undenkbar irgendwie bei ihr in Deutschland gewesen. Und ich dachte mir so, ah, okay, ist ja ein weiteres Ding. Ne? Nicht nur Wohnungsmangel zum Beispiel, diese ganze Katastrophe mit den Krankenkassen und mit den Ärzten, dass man irgendwie Monate wartet, bis man einen vernünftigen Termin bekommt. Ja? Oder wir lesen, man muss ja nur die Nachrichten aufschlagen und man liest, dass irgendwie Baerbock sich immer mehr auf irgendwelche NGOs irgendwie verlässt, wenn es um Einwanderung und so weiter geht. Oder wenn es um die Kriminalitätsstatistiken geht. Wenn man also ganz nüchtern auf objektive Ergebnisse schaut, die durch die Regierung präsentiert werden und durch diese Politik, dann ist es doch völlig klar, dass man eher so den Anreiz hat, eine Alternative zu wählen, oder? Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Natürlich, da haben wir jetzt aber schon intensiv berichtet, das muss ich jetzt nicht wieder ausbreiten, aber die ganze Ideologie-Thematik rund um das Gendern, rund um auch zum Beispiel diese übertriebenen Gesetze jetzt durch das Gebäudeenergiegesetz und so, all diese ganzen Dinge tragen natürlich auch dazu bei, dass man halt sich eher überlegt, ich wähle lieber mal irgendeine andere Partei, die nicht so einen Unfug macht und so. Und der zweite Grund, ja, da würde ich mal auch gerne von euch wissen, ob ihr mir da auch zustimmt, der ist nämlich fast noch größer, glaube ich, als diese schlechten Ergebnisse. Und der zweite Grund ist diese unfassbare Arroganz und Ignoranz dem gegenüber, was jetzt diese eigentliche Ursache sein könnte. Das heißt, dass man sich hier einerseits aus der Politik überhaupt gar nicht der eigenen Schuld bewusst ist, sondern eher dann noch versucht, die Wähler zum Beispiel der AfD zu diffamieren und zu sagen, ja, das sind ja alles nur irgendwelche Leute, die nicht nachdenken, die jeden Scheiß online glauben und die durch russische Bots beeinflusst sind und so weiter. Also null Schuldeingeständnis, null Selbstreflexion, dass man selbst eigentlich die Ursache davon ist und dass nicht die anderen schuld sind, sondern der die Regierungsverantwortung hat. Und gleichzeitig diese unfassbare Arroganz auch der Medien, die dann solche Beiträge schreiben und das Ganze versuchen zu verklären und irgendwelche Ausreden suchen und scheinbar gar nicht diese normale Realität der Bürger irgendwie repräsentieren können, egal ob es jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen ist und so, wo wir ja die Talkshow-Beteiligung beispielsweise ja auch regelmäßig hier schon behandelt haben und gesehen haben, ha, okay, anscheinend werden hier sehr häufig beispielsweise Themen, die jetzt im Alltag wirklich wichtig wären, in einer Art und Weise kontrovers diskutiert, dass man den Eindruck hat, das spiegelt eine faire Berichterstattung, die objektiv ist, wider. Und dass man diese Arroganz besitzt, diese Probleme und die eigentlichen Ursachen dieser Probleme nicht an sich selbst zu sehen, sondern das versucht zu übertragen und dann immer ständig mit
den einzelnen Parteien, die sich gegenseitig die Schuld in die Schuhen schieben für irgendwelche Gründe, warum jetzt Merz ist angeblich zu links und dann mal wieder zu rechts und die Partei hat das gemacht, ja, und dann das und deswegen ist jetzt, wählen jetzt alle die AfD. Nein, nein, die Leute wählen die, meiner Meinung nach, weil einfach die Ergebnisse der aktuellen Regierung, und das begann schon unter Merkel davor, ja, immer mehr eine Art Abschaffung des Rechtsstaats bedeuten, zumindest was den Trend angeht. Nochmal, auch wichtig, ich sage nicht, wir haben keinen Rechtsstaat mehr in Deutschland. Ich sage, es geht ganz klar nach unten, was freiheitliche Rechte angeht. Man muss sich auch nur die Pandemie angucken, ja. Und das sind die Ergebnisse, die man sieht und nach denen man nun dann eben wählt. Und wenn man das nicht erkennt, wenn man das erkennen würde, wäre das schon der erste Schritt zur Besserung. Weil dann eben Leute auch sagen könnten, ah, okay, der hat wenigstens erkannt, dass er was falsch gemacht hat. Und jetzt versucht es vielleicht sogar besser zu machen. Aber dadurch, dass es eben diese Selbstreflexion nicht gibt, sondern nur eine Ignoranz und Arroganz den eigentlichen Realitäten und den Tatsachen gegenüber, wird das Ganze natürlich noch weiter bestärkt. In diesem Sinne sehen wir uns wahrscheinlich wieder nächste Woche, wo es dann wahrscheinlich wieder heißen wird, SPD bei 19, Grüne bei 12 und AfD ebenfalls bei 19, würde ich jetzt mal schätzen.